Mein Name ist Tibor Jager, ich habe eine Professur für IT-Sicherheit und Kryptographie in der Fakultät 6 und ich bin seit 2019 an der Bergischen Universität. Ich bin David Nihus, ich bin Doktorand am Lehrstuhl für IT-Sicherheit und Kryptographie in der Fakultät 6. Also wir befassen uns mit Kryptographie. Das ist natürlich erstmal Verschlüsselung und wir interessieren uns auch dafür, wie man Daten zum Beispiel sicher über das Internet überträgt. Aber moderne Kryptographie ist noch viel, viel mehr als das. Zum Beispiel interessieren wir uns auch dafür, wie man Daten auf einem Computer so verarbeiten kann, dass sie dabei durchgängig verschlüsselt sind. Das heißt also, man muss die nicht erst entschlüsseln, um die verarbeiten zu können. Und was mich daran fasziniert, ist erstens, dass das Thema unheimlich wichtig ist und mit der Digitalisierung auch immer wichtiger wird. Und dass es auch sehr spannend ist und auch Spaß macht, den Angreifern immer einen Schritt voraus zu sein. Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Kryptographie. Unter Kryptographie denkt man jetzt zuerst daran, Daten zu verschlüsseln. Aber moderne Kryptographie kann noch wesentlich mehr. Moderne Kryptographie kann auch die Integrität und Authentizität von Daten sicherstellen. Und gerade auch moderne Kryptographie erlaubt es sogar auf vertraulichen Daten oder auch verschlüsselten Daten zu rechnen. Und gerade, dass diese erstmal augenscheinlich nicht möglichen Dinge trotzdem möglich sind, dieses Widersprüchliche, das fasziniert mich an Kryptographie. Im aktuellen Outlook-Magazin berichten wir über unser Vorhaben, moderne kryptografische Techniken auch weiter in die Praxisnähe zu bringen, wie beispielsweise auch Techniken, die jetzt in der Corona-Warn-App eingesetzt werden und dies ermöglichen, eben Kontakte nachzuverfolgen, ohne dabei Bewegungsprofile oder eben auch Kontaktprofile zu erstellen. In dem Magazin geht es um Techniken zur verschlüsselten Verarbeitung von Daten. Also zum Beispiel haben Sie sich vielleicht schon mal gefragt, ob Ihr Gehalt vielleicht angemessen ist. Ja? Und vielleicht möchten Sie Ihr Gehalt mit Kolleginnen und Kollegen vergleichen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil dann müsste man ja anderen Leuten genau sagen, wie viel Geld man verdient. Und das möchte man nicht so gerne machen. Und es gibt sehr nette kryptografische Techniken, mit denen man zum Beispiel einen Durchschnitt berechnen kann, sodass alle am Ende den Durchschnitt lernen, aber niemand genau lernt, was der Einzelne zu dem Durchschnitt beigetragen hat.